Hallo aus der Cinema-Redaktion. Ich habe gerade Star Wars: Die letzten Jedi gesehen. Ja, ich war einer der Glücklichen, durfte in die Presseaufführung gehen und habe den Film gesehen und möchte natürlich auch nicht vorenthalten, was so meine Gedanken waren. Ich muss sagen, der Film ist natürlich wieder gelungen, es macht Spaß. Allerdings war ich auch ein Stück weit enttäuscht, denn zum einen ist der Film ungefähr ja rund 20 Minuten zu lang. Das habe ich so empfunden. Da gibt es so drei Bilder, wo man sagen könnte, hätte sagen können, hier gibt es einen Schnitt. Jetzt leiten wir über zu Episode 9. Ja, das ist nicht passiert, deswegen wirkte das so ein bisschen zäh. Und auch am Anfang wusste der Film nicht so ganz, wo er hin wollte. Es gibt natürlich imposante Weltraumschlachten, tolle Lichtschwertduelle. Luke Skywalker ist toll eingeführt. Die Wendungen sind überraschend und, und. Also, das ist Jammern auf hohem Niveau. Allerdings, wenn ich mir das mal angucke im Vergleich zu Das Erwachen der Macht, so viel man auch darüber sagen kann, dass der natürlich zusammengeklaut ist aus der Originaltrilogie, wirkte der deutlich runder und aus einem Guss. Und das hat mir hier bei den letzten Jedi so ein bisschen gefehlt, muss ich leider sagen. Auch so mit Carrie Fisher, dass sie nun gestorben ist und alles ja eine Realität, das ist hier gar nicht so richtig aufgefangen worden, beziehungsweise nicht wirklich sensibel, so habe ich das empfunden. Wie gesagt, Mark Hamill als Luke Skywalker ist immer noch eine Bank und die Überraschung, da muss man wirklich sagen, das hat man so manchmal nicht kommen sehen. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze dann mit Episode 9 unter der Regie von J.J. Abrams zu Ende gebracht wird, also die Skywalker-Saga. Denn, so ist es ja, Rian Johnson, Regisseur jetzt von Episode 8, der arbeitet ja schon an einer neuen Trilogie. Die Ausführliche Krieg, die findet ihr dann ab morgen, spätestens Mittwoch auf cinema.de. Schaut mal rein, lest euch dann meine ausführliche Kritik vor. Das jetzt eigentlich nur so ein bisschen als Einschätzung, damit ihr mal so ein bisschen seht, was euch am Donnerstag erwartet. Schon mal vorab. Also, ich wünsche euch alles Gute, bis bald, tschüss.